Hallihallo! Wir beide haben heute ein Video für euch, für das ich schon vor etwas längerer Zeit mal angefragt habe, ob ihr uns Fragen dafür stellen möchtet. Und zwar das Wer würde eher spielen? Wir haben auch tolle Schildchen vorbereitet, hier extra in Mädchen- und Jungsfarben, damit man sich auch ja nicht vertut. Und ich habe mir 10 eurer Fragen rausgeschrieben, die ihr uns gestellt habt, die ihr gerne wissen wolltet. Da sind einige witzige dabei. Wir werden uns die jetzt abwechselnd vorlesen und dann gleichzeitig beantworten. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Wer würde eher den Partner mit dem anderen Geschlecht betrügen? Erste Frage. Wer würde eher freiwillig für einen Tag das andere Geschlecht sein? Warum musst du da überlegen, ne? Willst du nicht mal eine Frau sein? Doch, aber dir geht es doch um ehrliche Beantwortung. Wer würde eher für einen Tag das erste Geschlecht sein? Ja gut, ich auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall mal ein Mann sein. Allein schon, weil ich dann im Stehen pinkeln könnte. Wie cool ist das denn? Also definitiv. Ich bin ganz froh, dass ich ein Mann bin. Ja, du kannst ja tun. Du bist ganz froh, weil du im Stehen pinkeln kannst, gell? Wer würde eher mit einem Bobbycar durchs McDrive fahren und was bestellen? Auf jeden Fall du. Ich bin so ein Mensch, dem alles peinlich ist. Sollte man nicht meinen, weil ich hier sitze und in eine Kamera spreche, aber ich bin ein extrem Fremdschämen-Typ. Ja, das geht gar nicht. Wir können auch nicht irgendwo durch die Stadt fahren und der David winkt aus dem Fenster. Da würde ich am liebsten im Erdboden versinken. Das geht so, was kann ich überhaupt nicht. Also definitiv du. Wer würde eher Erbrochenes aufwischen? Ja gut, aber du hättest damit doch, also wenn es von deinem Kind ist, hast du damit auch kein Problem. Ja. Na gut, ich würde es aber eher machen. Ja. Weil du dich eher davor drücken würdest. Ja. Wer würde eher laut singend durch die Stadt gehen? Selbiges Thema. Ich kann nicht mal durch die Stadt gehen und wenn du zu mir sagst, geh durch die Stadt und der Nächste, der dir entgegenkommt, dem sagst du laut Hallo, nicht mal das würde ich auf die Reihe kriegen. Du gehst sogar immer durch die Stadt und sagst, David, red nicht so laut, andere Menschen können es hören. Ja. Und im nächsten Moment hast du eine Kamera in der Hand. Ja, ich weiß, das ist ganz skurril, gell? Ja. Irgendwie passt es überhaupt nicht zusammen, aber ich habe echt so ein riesiges Problem mit so Fremdschämen-Sachen, Eigenschämen, ja. Wer würde eher eine Woche ohne Internet oder Handy auskommen? Andrea? Oh Gott, Also ich glaube. Sonst würde ich sagen du, ja. Aber seitdem du YouTube machst. Ja gut, aber ich könnte es ja auch ankündigen. Ich könnte ja sagen, ich bin jetzt eine Woche offline. Dann würde es mir nichts ausmachen, glaube ich. Das ist ja im Urlaub auch nicht, hast du auch nicht hingekriegt. Ja gut, aber da musste ich nicht. Wenn es jetzt heißen würde. Das hat die Frage ist, wer würde eher? Ja, ich würde eher. Das hat ja nichts mit müssen zu tun. Wenn wir es müssen, würden wir es beide können. Ich könnte es aber trotzdem eher wie du. Naja. Das sei mal dahingestellt. Also du sagst, wir beide nicht. Wir beide? Wir beide nicht. Du bist abhängiger vom Internet als ich. Und du könntest das echt? Du würdest eher ohne Internet und Handy? Ja. Das glaube ich nicht. Also ich sage auf jeden Fall ich. Wer würde eher eine Woche ohne den anderen auskommen? Da sind wir uns jetzt leider einig. Ist das jetzt schlimm? Ich bin ein Nutztier. Ein Nutztier? Nö. Nee, ich habe wirklich nicht so das Problem, ohne dich zu sein, eigentlich. Also, aber jetzt nicht schlimm gemeint. Aber ich finde es natürlich nicht gut, wenn der mal eine Nacht nicht da ist. Ja, das glaube ich auch nicht gut. Aber ich glaube, ich würde eine Woche ohne dich eher überleben, als du ohne mich. Witzigerweise glaube ich das nicht. Ich glaube, du bist diejenige, die sagt, sie könnte es. Und dann die Erste wäre, die nach der ersten Nacht anruft. Ja, ich kann nicht schlafen, komm nach Hause. Nee, glaube ich nicht. Ja, das stimmt schon, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es anders ist. Ja, es wäre natürlich nicht schön. Wer würde eher... Habe ich die Frage vergessen. Wer würde eher 3 Tage ohne Essen auskommen? Du 3 Tage ohne Essen auskommen? Du 3 Tage ohne Essen? Hallo? Du isst ungefähr 30 weißt, Mal am Tag. Dass Essen auch Schokolade ist. Ja. Du kommst nicht 3 Tage ohne Essen. Doch. Okay, du bist jetzt schwanger, aber nee, du kannst niemals 3 Tage. Auf jeden Fall. Das können wir mal ausprobieren. Du hast übrigens umgedreht. Ja, ich drehe die ganze Zeit. Das ist so schön zum Drehen. Nee, also ich komme definitiv 3 Tage ohne Essen aus. Klar. Das machen wir. Wenn das Video 1 Million Klicks hat, dann machen wir das.
3 Tage kein Essen. Mal schauen, wer zuerst aufgibt. Also Däumchen nach oben. Ja, jetzt in der Schwangerschaft anschauen. Solltest du das nicht unbedingt machen. Und danach dann. Du, isst du ja hältst fast keine, jede du Sekunde. Hältst. Also auf jeden Fall ich. Wer würde eher den Partner mit dem anderen Geschlecht betrügen? Jetzt wird's pikant hier. Komm, wir sagen einfach keinen Kommentar. Nee, der David hat keine Ambitionen zu Männern. Was soll ich damit? Hallo, ich sehe nichts. Als ob du Ambitionen zu Frauen hättest. Nö, aber jetzt mal ganz ehrlich, Frauen, also ihr Frauen, die da zuschaut, das weibliche Geschlecht ist definitiv das ansehnlichere und schönere Geschlecht. Und wenn es jetzt das darum ginge, hingestellt. Ob du einen Mann, also ob du mich mit einem Mann betrügst oder ich dich mit einer Frau, ist Frau mit Frau nicht so abwegig. Tu nicht so, als hättest du was gegen Schwule. Nur für dich kommt ich es nicht Ich habe nichts in Frage. Gegen Schwule, aber es kam gerade so rüber. Nein. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nö. Und ich glaube, Frauen unter Frauen... Ey, seid mal ganz ehrlich, wer von euch hat noch nicht mit seiner besten Freundin rumgeknutscht? Also. Wer würde eher eine Diät durchhalten? Ich sag nur Paleo. Paleo. Mehr sage ich nicht, ja? Paleo. Wie lange hast du es durchgehalten? Und wie viele Diäten hast du schon angefangen? Nee, stopp. Wie lange hast du es durchgehalten, ohne dass ich dein Essen Warte, zubereiten das müsste musste? Heißen, das müsste heißen, wer würde eher in ein Fitnessstudio gehen? Ja, dann... Du meldest dich nur gerne an, aber du gehst nicht gerne hin. Jacqueline hat so gerne... Also aus eigenen Stücken eine Diät durchziehen kann definitiv ich besser. Eigentlich kann ich sowieso alles besser. Letzte Frage. Wer würde eher einen romantischen Abend für den anderen vorbereiten? Du Romantik wie Stein. Das hast du aber schön gesagt. Ja. Also ich hab's überhaupt nicht so mit Romantik eigentlich. Sei froh. Hm. Du musst sowas nicht machen. Willst du sowas machen? Tu dir keinen Zwang an. Aber eine Kerze an der Badewanne reicht, ne? Nicht, dass du noch irgendwas abfackelst. Warte, ich mal. Eigentum von Shakira. Boah, ja, wie so ein, beim Mond. Hier so die, weißt du, was ich meine? Bei der Seemann. Gut, dass wir beide so blöd sind. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, oder wir hoffen sehr, dass euch das nochmal etwas über uns gelehrt hat. Wahrscheinlich nur Unwichtiges, aber trotzdem lustig zu Warte. Sehen, dass wir uns immer noch nicht einig sind nach 7 Jahren Beziehung. Boah, ich habe voll die coole Idee. Ich mache die Abmoderation und du bewegst nur deine Lippen. Okay. Also ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dann bin ich wieder mit meinem lustigen Mann dabei und ich bin die coole, lustige Jacquelina. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Jacquelina und David.